Hallo ihr Lieben, ich bin Sandrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, heute mache ich noch mal eine schöne Geschenkbox mit diesem ganz tollen Engelsanhänger. Ich muss mal gucken, so. Ich hoffe, dass ihr das so scharf, sehr scharf stellt. Also ich finde, der sieht richtig, richtig toll aus. Und das soll ein Geschenk werden, weil eine liebe Abonnentin mir schon wieder was zukommen lassen hat, wo ich mich total drüber freue. Das zeige ich euch dann, wenn es da ist. Und für sie mache ich jetzt diesen Anhänger. So, also ich zeige euch mal von Anfang an, wie ich das mache. Also ich messe erstmal aus, wie groß meine Schachtel werden soll. Dann gucke ich mal, wie groß das Objekt ist. So, da sagen wir 10 cm. Also ich gebe immer ein bisschen was drauf. So, das war das andere. 10 mal und in der Breite brauche ich ja mindestens 3 cm. So, in die Höhe mache ich das 5, 6 cm. Das heißt, ich muss 12 cm dazu tun, weil es ja auf jeder Seite 6 sein sollen. Also 12 dazu, das sind dann 22 und 12 dazu sind 15. Nun hoffe ich, dass das überhaupt reicht. 22. Das sind ja nur 21. Dann mache ich das anders, weil ich für dieses Papier jetzt verwenden. Dann mache ich 4,5 dazu, dann sind das 8, 9. Ich hatte 6 gesagt. Ich sage, mache 5 dazu. 5,5 dazu. Dann sind das 11 dazu. Also 21 mal und 11 dazu mal 14. 5,5 und 5,5 sind 11. Hier. Das klappt doch auch mit dem Rechnen. So, das heißt, diese beiden muss ich jetzt in dieser Größe schneiden. Und dabei muss ich ganz genau aufpassen, dass ich mich da nicht vertue. Schreibe mir nochmal vorsichtshalber hin, damit ich das im Kopf raus habe. 5,5 cm soll der Abstand sein von dem Rand. So, das ist ja, also die Länge ist ja schon 14, das ist 14. So, dann brauche ich nur, also 21 haben wir schon und ich brauche es jetzt hier nur auf 14 kürzen und das jetzt auch auf 14. So, mal gucken, ob die beiden gleich groß ist. Das ist immer ganz wichtig. So, okay, jetzt hole ich meinen Koffer hervor. So, und mache da drauf die Schablone mit Zentimetern. Also hier sind Zentimeter drauf und hier ist Inch drauf. So, nun mache ich hier Zentimeter. So, und nun ist das eine, ist die Basis und das andere ist der Deckel. So, da ich ja beide gleich habe, ist das egal jetzt. Jetzt muss ich mir nur merken, wo sind denn die 5 cm? 5,5 cm. Das ist hier. Das ist bei 16. So, das muss ich mir jetzt merken. Und jetzt präge ich bei 16. Hier unten, das könnt ihr nicht sehen. Hier unten steht die 16. So, und dann präge ich. Das stimmt. 16 und 16, das sieht gut aus.
Da passt er sehr gut rein. Und dann hier nochmal 16. Und hier auch nochmal 16. So, das war das eine Teil. Und jetzt kommt das andere Teil. Und das muss ich auf der Seite machen. Und bis 16 sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist dann bei 5. So. Aber 5. Nochmal bei 5. Und nochmal bei 5. Und hier nochmal bei 5. Also noch schneller geht das gar nicht, glaube ich, mit den Boxen. So, jetzt muss ich mal gucken, welches ist jetzt Oberteil und welches ist Unterteil. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Das habe ich jetzt hier gemacht. Das ist jetzt der Deckel und das war hier die Box. Weil jetzt mit dem Deckel habe ich nämlich noch was vor, bevor ich anfange, den Deckel zu kleben. Und zwar hole ich mir jetzt nochmal den Koffer von gestern. Und da habe ich ja einmal so eine Wellenlinie. Und da muss ich jetzt mal gucken. Da brauche ich jetzt ein Schneidemesser. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich das ansetzen kann, damit das schöne Wellenlinie gibt. Genau, das passt doch sehr schön. Dann setze ich das hier genau an. Und dann schneide ich die Welle. So. So, mal gucken. Das ist das Führungslineal. Ups. So. Ich glaube, ich muss erst mal üben mit dem Ding hier. Das ist noch nicht ganz ab. Schere den Rest hier. Ich glaube, ich muss ja noch mal ein bisschen mit üben. So. Ja, das war jetzt ganz schlau, weil ich jetzt nicht weiß. Mache ich das doch da einfach ran. So. Wie war das? Man kann ruhig doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen. So. Soll ja schon gerne gleich sein. Man hinhaut. Oh, oh, oh. Wir versuchen das mal. Oh, das ist aber schwergängig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach. Die Post kommt. Ach so, man darf, glaube ich, nicht so viel Druck ausüben.
Ach, Lotta. So, die Post ist wieder weg. Und jetzt habe ich hier denn das gemacht. Also, ich frage mich, ob das so hinkommt, was ich hier mache. Oder ob ich wieder nur Blödsinn mache hier. So. Schauen wir mal. Jedenfalls, glaube ich, muss ich mit diesem Ding irgendwie noch üben. Vielleicht kann man das einwachsen hier, diese Führungsschiene. Ich weiß gar nicht, warum der da immer abhaut. Ja, so, ich habe es geschafft mit viel Ach und Weh. Hier ist jetzt eine Ecke, das mache ich nochmal nach. Also ich glaube, das muss ich nochmal üben. Oh, ich habe meine, meine Jacke hier eingesperrt. So, das muss ich nochmal üben. Das, hier sind auch verschiedene Messer drin. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht da dran liegt, dass ich da so ein anderes Messer nehmen muss. Sind so verschiedene Farbenmesser drin. Das probiere ich alles noch mal aus. Da schauen wir mal. Da werden wir uns schon einfreunden mit dir hier. So. Okay. So, also weiter im Text hier. So, nun schneide ich das. Ach ne, ich falte das erstmal. Schneide ich das ein. Jetzt muss ich ja dran denken, dass das da auch raufpassen muss. Das geht. So. Ich hatte eigentlich gedacht, so, das geht ratzifatzi. Naja, jetzt habe ich mit dem Schneiden ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, der Effekt nachher ist ganz cool. So. Mit dem Gewellten. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Jetzt machen wir mal die Klammern wieder. Ich habe schon wieder meinen Papierkorb auf der falschen Seite. So. Okay. Ja, das ist immer, wenn dann irgendwas so schief läuft, dann bin ich immer irgendwie völlig aus dem Flow. Aber das kriegen wir schon wieder hin. So. Das ist dann der Deckel. Übrigens, was gerade gekommen ist, ist schon wieder Crafters. Wieder zwei Pakete gekommen. Ja, es gibt heute noch ein Crafter Haul. Oh, das ist so toll. Ich liebe Pakete zu bekommen. So. So. Na? Ich gucke mal, dass ich das wirklich so Stoß auf Stoß habe. Das ist mir total wichtig, damit die
Aber es sieht ja schon richtig schön aus mit der Welle, finde ich. Also mir gefällt das. So, jetzt kommt das Unterteil. Und wenn ich mich jetzt vermessen habe und aus Versehen das Unterteil das Oberteil ist, dann kriege ich jetzt gleich die Krise. Aber ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass ich das richtig gemacht habe. So. Dieses Papier ist von Action. Das finde ich so schön. Und das ist ja immer schön, wenn man sowas alles so ein bisschen liegen hat. Dann ist ja auch mal so ein Geschenk, wenn man kurzfristig eingeladen ist. Auch ratzifatzi fertig und es sieht einfach gut aus. Finde ich jedenfalls. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber bis jetzt haben meine Geschenke immer, haben sich jedenfalls die Leute immer gefreut. Jedenfalls haben sie es gesagt. Ich hoffe nicht, dass einer sagt, oh Mann, guck mal, Mami, habe ich dir mitgebracht. Nein, ich hoffe, dass meine Geschenke gut ankommen. So, jetzt ist sie ausgegangen, weil ich Zeit überschritten habe. Okay, so. Dann klebe ich die auch zusammen. Heute ist ja hier richtig was los. Tür, jetzt das Telefon. So. So. Och, Lotta, das ist nur das Telefon. So. Ein bisschen festmachen. So. Und das ist jetzt der Deckel. Hoffe ich. Ja, das ist der Deckel. Super. Hier muss ich noch mal so ein bisschen korrigieren mit dem Schneiden hier. Ein bisschen weiß zu sehen. So, das ist sehr gut. Okay, und jetzt mache ich hier rum. Ist auch noch ein bisschen weiß zu sehen. Das sieht man so gar nicht. Nur so. So, nun hatte ich mir noch Band mitgenommen. Und das mache ich jetzt einmal hier so rum. Dafür nehme ich mir einmal Klebeband, hole ich das dünne, das schon rausholt. Ja, hier. So. So. Versuche ich natürlich möglichst mittig das zu machen. So, das tun wir auch. Ich habe auch ganz viele Kommentare zu bekommen mit dem Bilderrahmen. Klar, nehme ich euch damit. Das wird auch mein übernächstes Projekt sein. Ich werde noch den Hall machen und dann mache ich den Bilderrahmen. So, mal sehen, vielleicht schaffe ich das sogar heute noch. So habe ich meine.
ganz einfach mit dem Bilderrahmen zu machen. Der Fett ist richtig hoch. So. So, und jetzt nehme ich das Band. Noch ein Stück gerade schneiden. Naja, auch nicht viel gerade. So, und nun klebe ich das Band hier rum. So, das sieht schon mal richtig schick aus. Und jetzt mache ich aus dem Band noch eine Schleife. Gucken, ob ich das jetzt so hinkriege, ohne Schleifenbindegerät. Nee, das ist falsch. Wie war denn das noch? Ich weiß nicht mehr, wie das war mit der Schleife. Schleife binden. So. So. Ja, irgendwie so. So. Ja. So. Sein. Ich würde es auch jetzt mit dem Koffer machen können, dass er so ein Schleifenbindegerät integriert. Oder war ich jetzt zu faul, so einen Koffer hochzuholen? Ja, dann hat man das schon, ne? So. Wunderbar. Und die kommt jetzt hier vorne rauf. Die Schleife. Das Band schon mal zur Seite. Die Schleife mache ich auch damit. Die braucht ein bisschen, bis sie angezogen ist. So, ich doch noch auch einen ganz großen. Ne? Ja. Also die sind richtig gut für sowas. So, ich kann die Schleife auch kurz trocknen. Ach so, ja, und dann wollte ich hier oben drauf noch das drauf machen. So, jetzt habe ich ja das Ding da drauf. Ja, das mache ich gleich. So, ich hole mal einmal noch mal Seidenpapier. Bis gleich. So, das ist das Seidenpapier. Das hatte ich ja gestern mitgenommen. War Teddy. Das sind richtig schön große Bögen. Mal gucken. Ich würde das Orange nehmen. Das finde ich jetzt schön. Schneide ich mir jetzt die Hälfte von ab, das müsste reichen. Oder guck mal, ob auch so ein Viertel reicht. Das ist ja, der ist ja doppelt der Bogen. Ja, dann reicht auch ein Stück. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das doppelt. Ja. Okay. Die kommt schon mal ab. Schon mal schön aus. So schön auf Seidenpapier. Das sieht auch gleich richtig gut aus. So. Mal gucken. Ich hoffe, dass die Schleife jetzt dran ist. Das sieht so aus. So. Und das ist das Schöne mit dem Board. Dass das wirklich richtig gut aufeinander passt. Und ich zeige euch das nochmal so. Ne, so ist das mit der Welle auch. Ich hoffe, das könnt ihr so erkennen.
Das sieht in der Natur richtig toll aus. So, jetzt soll hier oben noch das drauf. So. Schleife muss ich gleich nochmal festmachen. So, das muss jetzt trocknen. Das dauert immer ein bisschen mit dem Kleber. Aber wenn es denn klebt, dann klebt das. So. Okay. Und hier habe ich jetzt noch diese schönen Perlperlen. Und davon mache ich noch welche drauf. Schneide ich mal das jetzt mal aus dem anderen her. Sind ja immer so rein. Ich will ja aber nur eine haben jetzt hier. So, die soll hier in der Mitte. Und zwei von denen. Mal gucken. Von den dunkelblauen, die sollen am Rand hin. So. Und so. So, und somit ist das Geschenk fertig und ich kann das heute versenden. Das geht heute noch raus. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Also ich finde, es sieht doch richtig gut aus, die Schachtel. Die sieht richtig edel aus, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Und wenn man sie jetzt aufmacht oder der Beschenkte sie aufmacht, dann ist da der tolle Engelsanhänger drin. Ja, ihr Lieben, das war's wieder mal mitgenommen bei einer Schachtel Ratzifatzi machen, also so ein Geschenk machen. Seht ihr, wie schnell ihr sowas machen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis nachher, sag ich, weil da kommt gleich nachher noch der Haul. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.